So, was geht ab, YouTube? Wir sind wieder da, Digga. Warte. Wow, Cousin Ali, lass den drinnen. Wir gehen rein. Heute V-Bucks versus Cheyenne. Bei Big Difference, Digga. Neues Rap-Battle. Folgt gerne auf Twitch. Erster Link im Bio. Wir sind live. Ich küsse eure Herzen. Das ist einmal Fall Skills gegen Cheyenne YouTuber Battle. Macht einmal Lärm. Wir sind alle gespannt auf dieses Battle. Wir sind in Krefeld, Rheinstraße 72. Shisha Bar Bless kommt alle vorbei, seid alle herzlich eingeladen. Fall Skills wird beginnen. Let's motherfucking go. N100. Ich bin gespannt, Digga, ob der rappen kann, Digga. Zeig mal jetzt, Cousin. Oh, ich will eine dicke Party jetzt hören, Cousin. Nach allem, was geschah, muss ich dich nur hassen. Du hast Reichweite aufgebaut und mich danach verlassen. Alles kommt zurück, ich mach die Hau kaputt. Sie ist nicht Schwester Elba, doch sie hat sich hochgelutscht. Oh! Ich mach die Hütte cool aus dem Tempo. Parallel dazu lutscht die Schwänze von den Prank Bros. Oh! Die Bayern macht sie mit Hochqualität. Cheyenne zwischen Prank Bros, Oreo Keks. Oh! Logo tätowiert, meine guten Taten hast du noch nie solidarisiert. Dein YouTube läuft nicht, keine Kohle kommt zu dir. Dafür hast du deinen Job im Puff monetarisiert. Oh! Ich mache kranke Mucke jeden Tag, hart arbeiten mit Standardtruppe. Du machst alles für Geld, du scheiß Wanderpuppe. Hier sind ein paar Scheine, also tanzt du nur. Sie hat weiße Haare, weil sie nur in Sperma badet. Sie hat null Hemmungen wie ein Fußballflitzer. Und ihre Pussy stinkt nach Sucuk-Pizza. Oh mein Gott. Walla, okay, Cousin. Walla, okay, Cousin, Digga. Das ist wirklich deine Ex-Freundin. Bruder, das ist schon ein Ding, so. Der Mann muss dir danken für den treuen Bums. Und Jungs geben nach dem Battle Freudenkuss. Denn das ist die Erfinderin von Freundschaft Plus. Starke erste Runde von Voskis, macht aber Lärm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ganz, ganz stark, ganz, ganz stark. Wir kommen jetzt zu der Antwort von Cheyenne, seiner Ex-Freundin. Hey, wie kannst du feiern, Bruder? Da waren ein paar Lines dabei, die waren lustig gesehen. Und ich denke mir, keine Ahnung, alle. So ein Battle zwischen Freund und Ex-Freundin. Digga, da kommen manchmal Insider-Infos raus, die sind lustig. Du bist einer von den hunderten Wahlen und dieser Geldschein reicht, um deine Mutter zu zahlen. Du bettelst, dass sie dir an deinem Sip kaut. Du hast einen kleinen Dick. Und das wissen deine Jungs auch. Warum machst du Pisser wieder mal deinen Mund auf? Nach einem Fick mit ihnen war ich immer noch eine Jungfrau. Ich dich jetzt nicht auf. Schreist du die Bitch raus und pusten noch dein Licht aus. Bei dem Versager bekomme ich wirklich Misstrauen. Bei Netflix und Chill will er immer einen Film schauen. Ich kill jeden auf Beat. Warum spielst du mal Fortnite, du schäbiger Freak? Es wird ein Thema geleakt. Nach 3 Minuten nicht zu kommen, war für ihn wie ein epischer Sieg. Hast du mittlerweile negativen Body Mass Index? Wie willst du mich beschützen, du krüppel Gesicht? Guck ihn doch mal an, er ist dünner als ich. Was ist der Lappen? Wurde sogar im Bahndump gefriendzoned. Also erzähl bitte nichts anderes. Wir beide wissen, dass von uns beiden du die Schlampe bist. Mach da mal Level Cheyenne! Ja, stark, Digga, stark, Digga. Starkes Battle, ganz, ganz stark. Stark, Digga. Was sagt ihr, Dreddys, alle? An wen geht die erste Runde, Digga? Walla stark, Bruder. An die Sucuk-Pizza oder an V-Bucks Ding? Fake-Videos. Wozu war der Beat da? Nur für Atmosphäre, glaube ich. Die Leute geben die erste Runde an sie? Krass. Ich würde es eher unentschieden geben, erste Runde. Beide hatten gute Lines gehabt. Mein Gott, die geben sich richtig persönlich. Die beiden waren mal zusammen. Jetzt sind sie getrennt. Und jetzt wollen sie sich ja Punchlines an den Kopf schmeißen. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Fall Skills wird beginnen. N100, let's go. Wow. Schöne erste Runde. Hunderte Gegner. Bin der Flugattentäter. Neben dir ist die Lara. Sogar wie Mutter Teresa. Oh! Dann fällt dir das Cypher. Diese Instagram-Viber. Ich bin Fall Skills, aber Cheyenne. Dich kennt hier doch keiner. Ich komme rein wie Rick James, zu viel Money, so wie Bill Gates. Cheyenne, jeder weiß, du bist fake, du bist höchstens gut für ein Clickbait.
Trennung hast du verpennt. Du hast überhaupt keine Fans. Dabei hast du nicht mal einen Cent. Fick deine Mutter, es wird kein Prank. Doch du hast mich verletzt. Ich kämpfte oft um dich. Es wurde nie geschätzt. Ich wollte sogar einen Kumpel ins Bett. Und genau das zeigt uns, was für eine Hure in dir steckt. Das war die zweite Runde. Das war die zweite Runde. Das ist ein Prank. Ich, guck mal, weißt du, was ich sogar glaube? Die erste Runde, da hat er einen Ghostwriter gehabt. In der zweiten Runde, Bruder, der hat sich Mikrofon in Arschloch gesteckt und hat einfach Darmprobleme. Was denn das, Bruder, ja? Was war denn das, Bruder? Ich hab ganz kurz gedacht, der bringt einen traurigen Part, aber nein, da kam noch ein Twist. Wir kommen jetzt zu der Antwort von Cheyenne, Ex-Freundin von 4Skillz. Let's motherfucking go, N100, drück auf Play. Was war denn das, Bruder? Das war ja... Na, 4Skillz, denkst du, hast mich fertig gemacht? Jetzt zerstör ich dich. Ich hätte es später sagen sollen. Willst du rappen, Cousin? Ja, wir haben Schluss gemacht, denn du warst eine schwere Last. Dein kindisches Verhalten war für mich unerklärlich schwach. Aber scheiß auf dich, ich will nicht so einen faken Spast. Das ist der Typ, der Monte für 500 Euro donated hat. Oh! Du hast dich von Balken verpisst. Du hast einen Hauptschulabschluss, ein Glück, dass du ein scheiß YouTuber bist. Du bist ein Rapper, ohne Erfolg wie ein Rookie. Du hast keine Bomben-Groupies, dafür hast du dein Call of Duty. Du weißt, die Worte stimmen. Ich hab nur geweint. Ich war ein Sorgenkind. Du hast nie gefragt, ob ich in Ordnung bin. Du hast dich gefragt, wann kommt neuer Fortnite-Skin? Löschbilder von Polaroid. Weg mit dem Fake-Dollar-Boy. Cheyenne brennt wie ein Feuerzeug. Nie mehr mit dir in einem Restaurant. Ich will nichts von dir, also besten Dank. Egal wie oft du mich ersetzen willst, du weißt, dass du mich nicht ersetzen kannst. Starke zweite Runde. Und die geben sich Respekt. Stark, stark. Die geben sich Respekt. Ja. That's big difference. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wenn die beiden nochmal kommen sollen und ein Rematch machen ganz sollen. Kurz, darf ich noch was sagen? Ja, natürlich. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ist echt geil. Also Respekt, das ist N100, ich lieb dich. Scheiße, ich dachte, der sagt 4Skillz, ich lieb dich. Ja, Bruder, ich... Aber der sagt N100. N100, du bist der Beste. Ohne dich läuft ja gar nichts. Und ihr in den Kommentaren entscheidet, wer von den beiden... Also Bruder, ich geb's an Sucuk Pizza, Digga. Das sag ich euch ehrlich, Digga. Wenn gewonnen hat, wenn die beiden nochmal kommen sollen, dann sollen die kommen. Sagt es auf jeden Fall in die Kommentare und schreibt es rein. Abonniert den Channel. Wir sind Rheinstraße 2. Du bist 3 mm Seiten, ach ich versteh dich. 3 mm, genauso wie dein Penis. Yeah! Auf allen Vieren, muss man mit Colonia die Pforte desinfizieren. So Leute, das war's auch mit dem Battle und ich hab ein... Bruder, wenn der Friseur deine Haare schneidet, ich würde den nicht an meinen Hals lassen. Der Bruder ist ja sauer, Digga, das ist hart, Digga.